Willkommen zu einer neuen Session von Let's Play Minecraft Staffel 4. Wir waren dabei, hier den kleinen Keller noch auszuheben für die Pilze. Da machen wir auch gleich mal weiter. Und sobald wir das einigermaßen fertig haben, geht's in den U-Bahn-Tunnel, weil da habe ich ein wenig weitergearbeitet, beziehungsweise ich habe den ausgebaut. Und wir haben ja gesagt, wir fangen den Bau ein bisschen an und dann versehen, wie das aussieht. Und ich werde es einfach so weiterführen, die ganze Strecke. Das wäre auch, glaube ich, zu lang gewesen für das EP jetzt wieder. Eigentlich hätte ich schon das Ganze vorher machen müssen. Ich denke mal, ich werde jetzt auch die Nether-Abbautouren eher offscreen machen. So. Also entweder ist hier gleich eine Höhle nebenan oder ist es schon wieder Nacht. Muss ich doch glatt mal nachgucken, weil das würde mich jetzt mal interessieren. Es ist Tag, da muss es eine Höhle sein, okay. Ich würde mal gerne ehrlich gesagt nachgucken. Hallo? Ist der da? Es ist auch Weihnachten. Was? Wie konnte der mich eben treffen, ey? So, leuchten wir die Scheiße ein bisschen aus hier. Das wird später eh wieder zugemacht, das brauchen wir ja nicht. Aber die Kohle können wir uns eigentlich noch krallen. Und es gab mittlerweile auch wieder ein Update auf die 1.10. Ich weiß nicht, was da jetzt alles wirklich neu ist. Auf jeden Fall springt er jetzt automatisch. Und es gibt wohl auch Beeren. Das Problem ist, die Folge erscheint wahrscheinlich erst, keine Ahnung, in einem gefühlten Jahr. Weil ich schon wieder so viel vorproduziert habe. Und dann ist wahrscheinlich schon wieder, sind schon wieder drei Updates durchgelaufen. So. Wie so eine Sucht, wenn man einmal Minecraft angefangen hat, ey, will man einfach nicht mehr aufhören. Da muss man sich teilweise echt schon zwingen. So.
Mit dem automatischen Springen ist etwas gewöhnungsbedürftig. Kann von Vorteil sein, aber auch später von Nachteil, glaube ich. Vielleicht sollte ich hier mal langsam Licht machen. So, das war dann auch die letzte Spitzhacke, okay. So, zack, zack. Ups. So, hier kommt auch erstmal eine Fackel hin. Und ich glaube hier auch. Super-bum. Damit haben wir erstmal schon mal wieder was geschafft, aber wir brauchen auf jeden Fall Granit. Und jetzt ist es Nacht, das ist ein bisschen ungünstig. Da müssen wir doch noch ein bisschen abarbeiten hier. Eine Schippe nehmen wir mal mit. Oh, wir hatten noch eine, verdammt. Ha, eigentlich würde ich gerne weiter verbrennen, aber naja, wir haben eigentlich, oder ich habe zumindest viele Steine aus dem U-Bahn-Tunnel schon wieder gebrannt.
Verdammt. Sich gelohnt die Stippe, also krass. Ey, dieses automatische Hüpfen nervt mich jetzt schon ein bisschen. Man darf hier nirgendwo zu nah rankommen. Mensch. So. Da fällt mir aber gerade was anderes ein. Wenn jetzt das Update da ist, müsste das mit den Netherwarzen und den Ziegeblöcken klappen, was ich letztes Mal schon ausprobiert habe. Wäre interessant. Das will ich auch gleich mal rausfinden. Das heißt, wir gehen gleich mal hoch. Das kleine Stück hier noch und dann noch eine Fackel. Und los. Ja, nerv mich nicht. Hallo Zombie, geh doch in die Lava. So, reicht es schon für das Feld hier? Sehr geil. Haben wir hier Ziegel drinne? Wahrscheinlich nicht, ne. Ach, schade. Na gut, dann können wir es auch erstmal wieder sehen. Oder pflanzen in dem Fall wahrscheinlich eher. Entweder das jetzt in die Lava gelatscht oder es wird hell. Ich glaube, es wird hell. Dann können wir uns eigentlich gleich mal das Granit holen.
gleich mal die Zeit nutzen. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge, wie ich sehe. Spitze, bedanke mich. Bis dann.